Hallo meine lieben Freunde, heute wollen wir uns doch mit dem Thema Snapmaker weiter beschäftigen, und zwar zum Thema Aufbau. Und ich möchte euch von A bis Z zeigen, wie das Ganze aussieht, aber bitte benutzt trotzdem die Anleitung dazu. Also viel Spaß beim Zuschauen. So wie eingangs schon erwähnt, soll das Ganze nur zur Unterstützung dienen, und trotzdem sollte man das Handbuch nehmen. Das sind 22 Punkte und wir werden die jetzt aber auch Schritt für Schritt gemeinsam durchgehen, und so kann eigentlich im Grunde dann nachher nichts mehr schief gehen. Als allererstes nehmen wir unsere Grundplatte und schrauben dort die Grundfüße fest. Als nächstes nehmen wir uns zwei Linealmodule und schieben die zwei Führungsmotoren zur mittigen Position und achten darauf, dass wir die Alustege nicht eindrücken. Als nächstes nehmen wir uns die Plattform und montieren darauf zwei Linealmotoren. Dabei ist darauf zu achten, dass die Schrauben noch nicht festgezogen werden. Im nächsten Schritt erfolgt die Hochzeit der Plattform mit der Grundplattform. Dabei ist darauf zu achten, dass die 8 Löcher in der Plattform bündig sind. Und als kleiner Tipp, ich würde nicht direkt alle Schrauben festziehen, sondern erst wie beim Rad, wenn man ein paar drin sitzen hat, dann passt das auch auf jeden Fall. Nun können wir die 8 Schrauben festziehen, die wir zuvor bei Punkt 3 noch nicht festziehen durften. Jetzt erfolgt die Montage der Z-Halterung, die auf der Grundplatte montiert werden. Und im Anschluss wird auch gleich der Touchscreen-Halter montiert. Im achten Schritt werden dann die Kabel durch die Grundplatte geführt und die Z-Achsenmotoren auf der Grundplatte montiert, aber die Schrauben werden noch nicht festgezogen. Im neunten Schritt werden dann die Z-Achsen auf der Grundplatte befestigt, aber dort wird auch noch nicht die Schrauben komplett festgezogen. Im zehnten Arbeitsschritt werden die Motoren der Z-Achse und der Grundplattform auf diese Position bewegt. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass es mittig erfolgt, und ein bisschen Kraft ist dafür auch nötig. Mittlerweile haben wir auch die Halbzeit erreicht. Jetzt ist es an der Reihe, die X-Achse an der Z-Achse zu montieren, und dort dürfen wir auch die Schrauben fest anziehen. Übrigens sollte man sich an die Anleitung halten und die exakten Schraubenlöcher dazu benutzen. Im 12. Arbeitsschritt dürfen wir jetzt an der Z-Achse die Schrauben auch endgültig festziehen. Im 13. Schritt ziehen wir dann von der Unterseite auf der Grundplatte ebenfalls die Schrauben an der Z-Achse fest. Im 14. Schritt wird die X-Achse auf die oberste Position gezogen. Das geht nur mit etwas Kraft. Im 15. und 16. Schritt wird die Y-Achse mit dem Konverter verbunden, und der Konverter werden auf der Grundplatte befestigt. Im 17. und 18. Arbeitsschritt
wiederholt sich das Ganze nun diesmal für die Z-Achse und wer aufgepasst hat, ich habe übrigens die Arbeitsschritte vertauscht. Man beachte übrigens die Beschriftung der Stecker, die dementsprechend zugeordnet sind. Im 19. Schritt montieren wir den Controller an der Z-Achse. Im 20. Schritt verbinden wir die X-, Y- und Z-Achse mit dem Controller. Nun verbinden wir den Touchscreen mit dem Controller. Nun haben wir in der Bauphase den letzten Punkt erreicht, und zwar den 22. Punkt. Wir verbinden den Power-Modul mit dem Controller. So, liebe Leute, wie ihr aber jetzt feststellen müsst, es ist noch keins der drei Tools montiert. Das ist aber ganz so gewollt. Wir haben noch dafür ein extra Kapitel. Schaltet wieder rein, lasst einen Daumen da, kommentiert gerne und abonniert meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Also bis dann, bis bald, bye bye.